Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute wollen wir einmal die Frage klären, funktionieren die ganzen Dating und auch jetzt speziell auch Pickup-Tricks wirklich oder ist es vielleicht nur eine Marketingmasche? Und ich wollte dieses Thema ansprechen, weil ich jetzt gerade in dieser Woche in der Vorlesung zur Sozialpsychologie wieder ein Schema oder wir haben ein Schema behandelt, wir haben eine sozialpsychologische Regel behandelt, die mich eben ja, da wieder darauf aufmerksam gemacht hat und an der ich dir einmal zeigen möchte, wie es sich mit einigen von diesen Sachen verhält, aber sicherlich nicht allen. Also es gibt Dinge in dieser Community, in dieser ganzen Dating-Flirt-Hilfe-Community, die sicherlich mehr oder weniger funktionieren. Es gibt aber auch Dinge, die tatsächlich funktionieren, die tatsächlich so Anwendung finden. Und man muss halt immer überlegen, bis zu welchem Grad man das selber auch teilweise benutzen möchte. Ich bin mir sicher, das, worüber wir gleich sprechen, das benutzen viele Leute unbewusst. Manche Leute benutzen es bewusst und am Ende des Tages, ich möchte es dir an dieser Stelle nur vorstellen und dir vielleicht die ein oder andere eigene Geschichte zu dieser Sache erzählen, was meine Erfahrungen damit sind. Am Ende des Tages musst du selbst für dich entscheiden, wie du mit dem Wissen umgehst, ob du es nutzt, ob du es nicht nutzt. Das ist ein relativ heikles Thema und ich finde, es wird viel zu wenig darauf eingegangen, wie heikel und manipulativ diese Sachen auch sein können. Und dann musst du eben für dich selbst entscheiden, inwiefern oder in welchem Rahmen du sowas benutzt, solche Fähigkeiten oder Tricks, Taktiken benutzt. Und zwar haben wir in Sozialpsychologie darüber gesprochen, dass wenn man hart für etwas arbeiten muss, dann ist es eben so, dass man die Sache mehr wertschätzt und dass man sich mehr darüber freut, dass man diese Sache hat und dass man sie mehr wertschätzt, dass man sie nicht loslassen will und dass man auch tendenziell immer mehr da rein investiert. Ich meine, das sind so Sachen, das kannst du wahrscheinlich an deinem eigenen Leben mal untersuchen, wenn du in irgendeine Idee oder irgendein Projekt ein bisschen was investiert hast, dann ist da eben die Bereitschaft geringer, da wieder aussteigen zu wollen. Oder wenn du dich für irgendwas sehr angestrengt hast, dann ist die Bereitschaft, das jetzt loszulassen, sehr gering oder es ist schwieriger, das wieder loszulassen. Das erklärt auch solche Phänomene wie das zum Beispiel das Medizinstudium oder auch ein Psychologiestudium, Studiengänge, die beide sehr, sehr schwierig und anstrengend sein können, dass die sehr geringe Abbrecherquoten haben, was auch daran liegt, dass eben, also freiwillige Abbrecherquoten. Natürlich gibt es Leute, die da auch rausfliegen, weil sie zum Beispiel in Medizin ihren Anspruch verlieren. Aber die wenigsten tun das oder die wenigsten brechen ab. Gerade in der Medizin, obwohl das ein unglaublich langer und sehr, sehr schwieriger Studiengang ist, brechen die wenigsten ab, weil es eben so viel Investment gekostet hat, da reinzukommen. Also einen Medizinstudienplatz zu bekommen, das weißt du wahrscheinlich auch. Das ist ja so allgemein bekannt, ist sehr, sehr schwierig und es ist auch schwierig. Das ist nicht nur ein Klischee. Wenn du jetzt im Gegensatz dazu, schauen wir uns mal ein mathematisches oder ein anderes naturwissenschaftliches Fach an, wie Chemie, Physik oder Mathematik. Das sind Fächer, die haben in den meisten Universitäten gar keinen NC. Das heißt, du kannst dich einfach einschreiben. Das sind sehr, sehr schwere Fächer, sehr, sehr harte Dinge und mit hohen Abbrecherquoten. Natürlich auch, weil das Fach hart ist. Aber Medizin ist eben auch hart. Aber in diesen anderen Fächern gibt es eine höhere Abbrecherquote, auch weil man quasi nichts dafür tun musste, dort reinzukommen. Dort drin zu sein, ist nicht besonders exklusiv, denn jeder kann sich dort einschreiben, der ein Abitur in Deutschland hat. Aber nicht jeder kann sich auf einen Medizinstudienplatz einschreiben. Das können nur die wenigsten. Und das macht es exklusiver, ergo wertvoller, ergo bleiben wir eher dabei und wollen das nicht loslassen. Und diese ganze Systematik lässt sich eben auch auf den Dating-Bereich übertragen. Das heißt, wenn du es hinbekommst, wenn du das möchtest, theoretisch, könntest du es so gestalten, dass eine Frau dich mehr will, weil sie mehr für dich arbeiten muss oder mehr für deine Aufmerksamkeit arbeiten muss. Und das sind ja auch so Sachen, die ganz klassisch so in dieser Dating- und Pickup-Szene sind, dass man sagt, hey, gib mir nicht gleich deine ganze Aufmerksamkeit, drehe vielleicht nicht gleich den ganzen Körper zu, lass sie ein bisschen dafür arbeiten. Aber das sind ja auch Sachen, die ich dir auf dem Channel schon erzählt habe. Wir haben ja schon über diese Sachen geredet, so ist es ja nicht. Oder dass du sie sich bei dir qualifizieren lässt. Das sind Sachen, die findest du hier auf meinem Channel, das sind Sachen, die findest du auch in meinen Online-Produkten, da rede ich auch über diese Thematik, das ist jetzt hier nichts Neues. Und das sind eben Dinge, die funktionieren. Die haben eine sozialpsychologische, eine wissenschaftliche Basis dahinter. Es gibt andere Dinge, bei denen ist es nicht so. Und bei Dingen, die funktionieren, und das ist zum Beispiel eine von diesen Sachen, muss man immer so ein bisschen aufpassen, wie man damit umgeht. Ich habe da mal in meinem Buch Die Zeus-Methode, deine echte Männlichkeit, drüber gesprochen und habe dann davon erzählt, wie ich früher, als ich angefangen habe, diese Sachen auch zum Teil, ich will jetzt nicht sagen missbraucht habe, aber ich habe sie benutzt, um halt Einfluss zu nehmen. Also ich habe aktiv manipuliert, könnte man so sagen.
Und sich hinzustellen und das zu sagen, das erfordert schon einiges, weil ich glaube, viele Leute benutzen solche Dinge und wollen das aber nicht so gerne zugeben. Ja, ich habe das früher tatsächlich auch irgendwo genutzt, weil es eben so eine starke Wirkung hat. Also diese starke Wirkung versucht einen eben sehr, das dann auch zu benutzen. Und da muss man sich eben fragen, ist es cool, kann ich das machen, kann ich das vertreten oder kann ich es nicht vertreten? Und das sind Gedankengänge, die bei mir nicht immer vorhanden waren, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also ich habe in meinem Buch zum Beispiel davon geredet, von diesem aktiven Nutzen von Eifersucht. Also dass du aktiv sozusagen vielleicht der Frau, die dir gefällt, von anderen Frauen erzählst, um sie so ein bisschen eifersüchtig zu machen, um ihr so ein bisschen zu zeigen, hey, ich habe hier auch andere Optionen. Also dass du das aktiv machst. Natürlich, wenn du auch andere Frauen datest, dann sollst du es natürlich nicht verheimlichen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen ich verheimliche das oder ich benutze es aktiv. Und habe dann in meinem Buch Die Zeus-Methode geschrieben, dass es meiner Meinung nach die Entwicklungsstufe von einem Jungen zu einem Mann auch beinhaltet, dass er eben solche Dinge tendenziell nicht macht, dass er sie eben nicht missbraucht, obwohl sie wirken. Und das macht es ja so verführerisch. Na, du kannst dir das so vorstellen wie, stell dir vor, du könntest einen Bankraub machen und würdest 3 Millionen Euro bekommen, aber du wüsstest ganz genau, du wirst niemals im Leben erwischt. Und jetzt die Frage, würdest du es machen oder würdest du es nicht machen? Also es gibt keine Schaden, es gibt keinen Schaden, du schadest jetzt keiner Person, du tötest jetzt niemanden beim Bankraub. Aber würdest du es machen oder würdest du es nicht machen? Es ist die Frage, was würde passieren, wenn es wirklich eine reale Option wäre mit positiven Konsequenzen? Und das ist ja in diesem Fall nun mal so. Das kann man nutzen und man kann es nutzen und es wirkt eben auch. Und ich habe das auch an meinem eigenen, ich habe es auch selbst erlebt, ich habe es in meiner einen Beziehung erlebt, wo ich wirklich, wo es so Phasen gab, wo, wenn sie, ich fasse es jetzt grob zusammen, weil ich will es jetzt nicht mit genaueren Beispielen untermauern, aber wenn sie in verschiedenen Phasen einfach, ich sag mal, mehr auf meine Aufmerksamkeit arbeiten musste, jetzt unabhängig davon, ob ich das aktiv gemacht habe oder ob das einfach war, weil ich gerade wirklich woanders zu tun hatte, dann war es einfach so, da war mehr Interesse vorhanden. Da kam mehr von ihrer Seite aus. Und in Perioden, wo ich dann zum Beispiel sehr, sehr stark investiert habe, beispielsweise, ist ihr Investment eben zurückgegangen. Und es war auch so, dass eine von meinen Freundinnen, mit denen ich zusammen war, schon, also ich habe zu der Zeit mehrere Frauen gedatet und es war so, dass mehreren Frauen so in eine Beziehungsrichtung ging, weil ich fand verschiedene Frauen interessant und das wusste sie halt auch. Ne? Das habe ich jetzt nicht aktiv gesagt, um sie irgendwie da zu manipulieren, sondern es ist einfach. Wenn man sich unterhält, man unterhält sich ja auch. Und ich enthalte dann solche Informationen auch nicht vor, wenn ich danach gefragt werde, offensichtlich. Naja, auf jeden Fall, so war das dann. Und von ihrer Seite aus war es schon so, dass sie irgendwie auch mit anderen Frauen um mich in Konkurrenz treten musste. Und jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, okay, das klingt ja irgendwie sehr, sehr fies. Auf der anderen Seite passiert das natürlich im Frauendatingmarkt genauso. Also, das finde ich manchmal so ein bisschen schade, wenn Frauen über diese Themen reden, da habe ich immer den Eindruck, dass sie so sind, hey, die Männer machen immer böse Sachen und wir sind die ganz lieben. Frauen machen genauso viel Scheiße in dieser Hinsicht, wie Männer das machen. Von daher, da stehen sich beide Geschlechter wirklich in nichts nach. Das ist ja bei Frauen genauso. Du datest ja auch mal Frauen, die irgendwie gleichzeitig mehrere Männer daten und denkst dir dann auch so, okay, what the fuck. Ne? Das ist ja das gleiche Prinzip. Also musst du dich quasi ein bisschen dafür anstrengen, musst du mehr dafür arbeiten, um mit mir zusammenzukommen. Und ich hatte das Gefühl, diese Beziehung hatte auch mehr eine stabile Basis als gewisse andere längere oder kürzere Beziehungen, die ich in meinem Leben hatte. Es hatte einfach eine stabilere Basis. Also ich habe dort einen Unterschied gemerkt. Und da kommt der, ich sag mal, positive Teil dieser ganzen Sache, den wir auch in der Sozialpsychologie-Vorlesung besprochen haben. Und zwar hat es halt eine positive Auswirkung, also hat eine positive Auswirkung auf die Kohäsion, also das Wir-Gefühl, den Zusammenhalt zwischen diesen Personen. In unserem Fall in der Vorlesung war es auf Gruppen bezogen, aber es ist eben genauso auf Personen übertragbar, generalisierbar. Es hat also einen positiven Effekt auf die Beziehung zweier Personen. Es stärkt diese Beziehung. Und in diesem Moment könnte man sich eben wieder fragen, okay, macht es dann vielleicht Sinn, so etwas zu nutzen, so etwas einzusetzen? Und das ist eine wirklich, wirklich schwierige Frage. Und die Versuchung ist groß und es gibt eine positive Upside. Und das ist ein Thema, bei dem selbst ich aktuell nicht auf einem endgültigen Stand bin. Also, wenn ich es mit früher vergleiche, früher habe ich öfter diese ganzen Sachen benutzt, auch aktiv benutzt. Das mache ich heute tatsächlich gar nicht mehr. Ich muss selber kurz einmal reflektieren. Aber nein, das mache ich heute mittlerweile gar nicht mehr. Und das ist auch das, was ich dir mittlerweile auf dem Channel hier kommuniziere. Weil dort eben schon, es findet eine Entwicklung statt. Es findet eine Entwicklung statt, wenn du diese Dinge anwendest und wenn du merkst, die haben Effekte. Dann musst du dich einfach fragen, hey, was ist hier eigentlich auch
meine moralische Verantwortung, oder du lehnst halt dieses moralische Konzept vollkommen ab, was du natürlich machen kannst. So, ich bin nicht dein Herrscher, mach, was du meinst. Aber das ist ja auch die Aussage dieses Videos. Also, wenn du dich mal gefragt hast, was ist denn mit diesen Techniken? Funktionieren die nicht? Es gibt Techniken, die funktionieren, es gibt Techniken, die sind sehr, sehr stark und funktionieren sehr, sehr gut. Und das ist zum Beispiel eine davon. Natürlich muss man auch wissen, wie man sie einsetzt. Man kann das natürlich auch falsch machen, ne? Also man kann natürlich auch, es kann natürlich auch so wirken, als ob du einfach nur angeben willst, wenn du irgendwie ja, die Frau für dich arbeiten lässt oder von anderen Frauen erzählst, was auch immer. Aber es kann unglaublich stark wirken. Es kann unglaublich effektiv sein. Und ich möchte dich mit diesem Video einfach dazu anhalten, selbst mal zu überlegen, wie ist dein Umgang mit dieser Sache oder wie würdest du es machen? Würdest du es nutzen? Nutzt du es vielleicht aktuell schon? Und ist es korrekt, das zu nutzen? Wie stehst du dazu? Schreib es mir auch gerne mal in die Kommentare, weil wie Spider-Mans Onkel gesagt hat, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Und es ist eine große Macht und damit kommt eine Verantwortung. Da sollte man sich ja bewusst drüber sein. Und dann ist halt die Frage, kann es sinnvoll sein, das in manchen Situationen zu benutzen, um eine Beziehung zu stärken? Also nehmen wir mal das Beispiel, du bist jetzt mit deiner Frau zusammen und ihr habt geheiratet und ihr habt Kinder und ihr habt eine Familie zusammen. Und jetzt merkst du, läuft irgendwie gerade nicht so gut zwischen dir und ihr. Und nehmen wir mal an, du würdest das jetzt benutzen, diese Sache, über die wir gerade gesprochen haben, und lässt sie ein bisschen in dich investieren und dadurch wird die Beziehung wieder stabiler und fester. Es ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite benutzt du halt aktiv etwas, was man absolut Manipulation nennen könnte, aber erzielst damit vielleicht ein Ergebnis, das ja deine Familie stärkt und das hat ja ganz viele Implikationen. Ja, das hat dann die Implikation, dass, also wenn eine Familie auseinanderbricht, ist das ganz schlimm für die Kinder, auch für die psychologische Entwicklung der Kinder. Das ist ganz, ganz schlimm. Und dann ist halt wirklich die Frage, war es in diesem Moment eine richtige Entscheidung? Und ich kann dir die Antwort darauf nicht geben. Ich müsste in der Situation selbst sein, um ja, die Entscheidung in dem Moment zu treffen. Also du siehst schon, ich habe jetzt eine Extremsituation gewählt, die wirklich einen Konflikt auch auslösen kann, wo man sich wirklich auch fragen kann, ist es denn korrekt oder ist es nicht korrekt? Dass es in anderen Situationen meiner Meinung nach nicht korrekt ist, ne, das ist klar. Aber das hier ist wirklich eine Situation, ich kann es dir nicht sagen. Und dazu möchte ich dich anhalten. Mach dir bewusst, dass es mächtige, mächtige Techniken gibt, mächtige Taktiken und das ist nicht ein Werbeversprechen, das ist kein Marketing-Gag, das ist Fakt. Diese Sachen wirken bei uns Menschen. Aber das bedeutet nicht, dass du sie nehmen solltest wie Werkzeuge und überall ständig anwenden solltest. Du solltest dir immer überlegen, was das für Effekte haben kann, was das für Konsequenzen haben kann. Und ich meine, also mach dir da Gedanken drüber. Mach dir da wirklich Gedanken drüber. Ich habe sehr viele Männer getroffen, gerade früher in meiner Anfangszeit, die wirklich, deren einziges Ziel es war, ja, auch diese Manipulationstechniken zu benutzen, um Frauen dazu zu kriegen, mit ihnen zu schlafen. Und das ist einfach falsch. Also, ich kann es nicht anders sagen. Ich kann es hier nicht anders, es ist nicht korrekt, meiner Meinung nach. Die Entscheidung musst du treffen, meine Meinung. Es ist ein wirklich, wirklich schwieriges Thema. Aber sei dir darüber bewusst, diese Techniken sind da, sie wirken und sie können sehr, sehr, sehr stark wirken. Und man muss aufpassen. Naja, also das kannst du ja auch in verschiedenen Dingen beobachten. Wenn du dir mal, deswegen beschäftige ich mich zum Beispiel unglaublich gerne mit der Nazi-Zeit. Das ist total spannend, weil auch dort ganz viel Psychologisches zur Anwendung kam und du gesehen hast, was jetzt dabei rausgekommen ist. Auf der anderen Seite leben wir zum Beispiel hier in Deutschland in einem System, was uns allen, ich sag mal, relative Sicherheit und relativen Wohlstand gibt. Immer relativ ist klar, ne? Aber auch dieses System erfordert natürlich eine gewisse Manipulation von oben. Nur in diesem Fall ist sie positiv für uns. Natürlich gibt sie tausend Sichtweisen, das ist mir klar. Aber sie ist generell erstmal positiv. Sie endet nicht in irgendeinem Völkermord wie in der NS-Zeit. Und da ist halt wirklich die Frage, wie geht man mit diesen Taktiken um? Und ich kann dir keine endgültige Antwort geben in allen Fällen. Ich kann dir keine allgemeingültige Antwort geben, die sagt, es ist immer falsch. Ich habe dir eben dieses Beispiel mit der Familie gegeben, wo ich wüsste es nicht. Ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn es meine Familie wäre. Ich wüsste es nicht. Früher hätte ich es wahrscheinlich ohne ein zweites Augenzwinkern gemacht. Ich wüsste es heute nicht mehr. Und das ist auch für mich eine ganz interessante Entwicklung, an der jetzt du auch teilhaben kannst.
Und es ist auch nicht einfach, sich vor die Kamera zu setzen und über so eine Entwicklung zu sprechen. Es ist nicht einfach, über Zweifel zu sprechen, die man auch hat. Ja, es ist einfach, YouTube-Videos zu machen und zu sagen, yeah, guck mal, yeah, my life, Instagram, guck mal, alles wunderbar. Aber der Struggle, der da manchmal hintersteht, das gehört auch dazu. Und das ist vielleicht auch die andere Message dieses Videos. Es wird immer mal wieder Struggle geben. Es wird immer mal wieder Entwicklungsschwierigkeiten geben. Du wirst auf Konflikte stoßen, die du lösen musst. Das kann manchmal sich unschön anfühlen, aber ist ganz, ganz wichtig für deine persönliche Weiterentwicklung. Da wären wir wieder im Gesamtthema persönliche Weiterentwicklung, Entwicklung als Mann für dich persönlich. Das soll es für heute gewesen sein. Sonst wird das Video zu lang. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie deine Erfahrungen mit diesen ganzen Techniken sind, ob du sie anwendest, ob du sie angewandt hast, wie du dazu stehst. Es würde mich wirklich, wirklich interessieren. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen geilen Tag. Ciao.